Haben Sie die genauen Maße von der Wand ganz kurz? Das muss gesprochen werden, ist geheim. Ist das jetzt das Kunstwerk? Das kann weg. Das kann weg. Okay. Schicht. 6 Uhr Lieferanteneingang Museum Ludwig. Wir sind verabredet mit Schreinermeister Armin Lüttke. Uwe, hallo. Das ist ja die Frühschicht. Die Frühschicht. Der Armin, der Schreinermeister hier im Museum, sieht aber noch nicht so nach Museum aus. Nee, hier sind ja auch die Werkstätten. Hier ist die Anlieferung, die Werkstätten, die Restaurierung und die Haustechnik hier in dem Gebäudetrakt. Museum ist auf der anderen Seite. Das hat aber gerade zu, ne? Hat zu, ja, ganz zu. Ist Oktober irgendwann, ne? Ja, 10. Oktober wird wieder neu eröffnet mit dem neu errichteten Wänden und Kunstwerken. Und wir machen jetzt fertig. In der Museumswerkstatt wird derweil schon auf Hochtouren gearbeitet. Schreiner Sebastian fertigt ein Holzgestell für die nächste Ausstellung. Holzauge, sei wachsam, denn jetzt kommt der Tagespraktikant. Worauf muss ich denn achten? Dass das Maß nachher stimmt am besten. Ach so, mehr nicht? Ja, dann sägen wir doch mal. So, sieht doch gut aus. Super. Du bist Geselle hier, ne? Nee, Azubi. Azubi? Ja. Und macht Spaß? Ja, doch, auf jeden Fall. Kann man nur empfehlen hier. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine der besten Lehrstellen, die man sich nur wünschen kann. Ist der Armin okay? Erste Sahne. Armin leitet die Werkstatt seit Museumseröffnung 1986. Er kennt hier jeden Winkel im Quadrat. Für die nächste Ausstellung mit dem Titel Not Yet Titled werden alte Ludwig-Schätze aus den Katakomben wieder hervorgekramt. Noch gut einen Monat bis zur Wiedereröffnung. Bis dahin haben die Handwerker jede Menge zu tun. Sie schaffen quasi die Rahmenbedingungen für die späteren Ausstellungsstücke. Einfacher gesagt als getan. Ein Gerüstbauer und seine Sorgen. Ich kann halt nicht freistehen lassen. Ja, ich weiß auch nicht, wie groß die Folien sind und ob die drum rumkleben können und sonst was. Ja. Das muss halt schon vernünftig verbohren sonst. Er ist verpflichtet, die Anker so zu setzen, dass das Gerüstmann nicht hängt. Also alle 4 Meter. Der Künstler muss sich jetzt was einfallen lassen, wie er da drumherum kommt. Musst du das jetzt dem Künstler vermitteln, dass das so nicht geht, wie er sich das vorstellt? Ich komme das der Kuratorin und die muss es dem Künstler vermitteln. 7 Uhr, Zeit, dass uns Uwe mal ans Arbeiten kommt. Malermeister Heinz nimmt uns mit nach ganz weit oben. Ja, streck dich doch. An dieser Wand hing bis vor ein paar Tagen noch ein Kunstwerk. Auf 150 Quadratmetern müssen nun etwa 50 Löcher abgedeckt werden. Da braucht man Ausdauer, Feingefühl und einen wahren Künstler. Gehst du schon mal in so eine Ausstellung rein oder sagst du... oder gehst du lieber zum FC? Ich bin genug hier, das reicht. Genug Kunst gesehen dann. 8 Uhr, nächster Job. Nein, das sind nicht die Einzelteile eines schwedischen Möbelhauses. Diese Holzelemente hat Schreinermeister Armin auf Bitten einer New Yorker Künstlerin angefertigt. Armin, ist das das Kunstwerk oder? Nee, das ist Architektur, das ist jetzt Technik, das Innenleben von so einer Stellwand hier. Ach so. Die haben wir nach Maß gebaut, soll aber jetzt vergrößert werden, damit der Raum möglichst dunkel wird und von dort kein Lichteinfall kommt. Diese riesigen Räume, hallo, Echo. Es ist 9 Uhr, Kreativbesprechung im Foyer. Der neue Museumsdirektor Philipp Kaiser hat genaue Vorstellungen für die Präsentation der geplanten Ausstellung. Der Siegel kommt weg, genau, da muss diese Wand hier hochgestrichen werden. Genau, da machen wir die wird es dann. Die Wand, ja, auch, aber bis ins Chat drauf. Ne? Bis also ins Chat drauf auf der linken Seite und dann einfach... Ja, ich habe dem Malermeister schon gesagt, er soll sich darauf einrichten, kurz vor Eröffnung oder Ende September noch mal Leute abzustellen. Super, genau. Die rote, also diese eine Wand und dann auch bei Ed Richey. Ja. Kurz nach 9:30 Pause in der Schreinerwerkstatt. Die Kunst wird hier für ein paar Minuten zur schönsten Nebensache. Wie wichtig ist auch mal euer Raum hier, sag ich mal, für euch Schreiner, dass ihr euch auch mal ein bisschen hier zurückziehen könnt? Das ist schon gut ausgedrückt. Das ist eigentlich ein Rückzugsraum. Wir werden auch beneidet für unsere Werkstatt und für unseren Zusammenhalt hier und für den Spaß, den wir haben. Und wir kriegen auch oft Besuch von den Wissenschaftlern, die einfach mal mit dem Hammer auf dem Brett hauen wollen. Wir wollen auch nicht mehr weg. Gleiten von der Pause ganz sanft in den Feierabend.
das war's für unsere Frühschicht mit den Jungs von der Schreinerei im Museum Ludwig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Frühschicht. Frühschicht. Frühschicht.